Krieg, Inflation, Klimakrise. Alles wird teurer und die Regierung subventioniert die Industrie, statt die Menschen zu entlasten, die es am nötigsten haben. Wir erleben aktuell einen fossilen Rollback. Gasdeals mit Diktatoren in Katar und Aserbaidschan, Dörfer werden abgebaggert und jeden Tag werden in Russland Millionen Kubikmeter Gas einfach abgefackelt. Die Bundesregierung setzt die falschen Prioritäten. Sie steckt Milliarden in die Automobilindustrie und den Autobahnausbau, statt günstige Mobilität für alle zu schaffen und das 9-Euro-Ticket zu verlängern. Wir sagen, genug ist genug. Die Menschen entlasten und gleichzeitig das Klima schützen, das geht. Die Lösung heißt klimagerechte Mobilität. Bus und Bahn müssen sich alle leisten können. Solange die Ampel versagt, machen wir das 9-Euro-Ticket selbst. Bis Lindner und Co. für klimagerechte Mobilität sorgen, müssen wir es tun. Das Prinzip ist einfach. Alle zahlen weiter 9 Euro im Monat ein. Aber nicht an die Verkehrsbetriebe, sondern in einen Spendentopf. Wenn du ohne gültiges Ticket kontrolliert wirst, dann kannst du uns einfach die Rechnung schicken. Und wir überweisen das erhöhte Beförderungsentgelt dann für dich. So geht Solidarität in der Krise. Werde jetzt Teil der Bewegung für klimagerechte Mobilität und tritt dem 9-Euro-Fonds bei.